Hallo und herzlich willkommen zurück beim Let's Play von Tomb Raider. Ja, wir müssen jetzt nur noch einmal rüber zu Neptun und da unseren Schlüssel holen. Und ich würde sagen, wir machen das auch gleich. Und ich muss mich nochmal ein wenig dafür entschuldigen, dass die letzte Folge etwas kürzer geworden ist. Aber irgendwie hat mir mein OBS, also die Aufnahmesoftware hier, angezeigt, dass es schon bei 20 Minuten gewesen wäre. Dabei waren es erst ein paar 17 oder 16. Und irgendwie seltsam. Keine Ahnung. Deswegen ist die Folge etwas kürzer geworden. Sorry nochmal dafür. Aber dafür konnte ich leider nichts. Das war irgendwie seltsam. So, was haben wir hier? Hier ist auf jeden Fall eine Tür oder dergleichen. Was ist das? Krieg's nicht auf. Es könnte eine Tür sein. Es könnte aber auch einfach nur eine Textur sein. Hier geht's noch ums Eck. Aber ums Eck ist nix. Na gut, dann nicht. Dann müssen wir wohl oder übel ins kühle Nass jumpen. So. Ich glaube, da geht's tief. Hier ist eine Tür. Ist hier irgendwo ein Hebel? Nee. Ah, hier geht's hoch. Nicht gesehen. Wie auch? Da ist ein Hebel. So, einmal dran ziehen, aber bitte nicht so fest, könnte wehtun. So, ich habe immer noch das Problem, dass Sound links und rechts vertauscht ist, warum auch immer, ich weiß es nicht. Ah, guck mal hier, Schlüssel. Kikeriki. So, ich glaube, das ist aber ein allgemeines Problem von dem Spiel, dass die Ausgabe links und rechts vertauscht ist. Blöd, aber kann es nicht ändern. So. Da sind wir gleich wieder oben. Hoffentlich noch mit genug Sauerstoff. Ja, sehr schön. Das hat geklappt. So, wir haben jetzt alle Schlüssel, die wir brauchen. Und ich frage mich, warum hier... Kann man da irgendwie durchluschern? Vielleicht so ein bisschen? Nein? Spiel möchte mich nicht durchluschern lassen, aber es sieht nicht so aus, als wenn man da durch könnte. Ich bin mir aber nicht sicher. Naja, es sieht echt nicht so aus, als wäre da irgendwie... Aber es könnte ein Secret sein, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Und deswegen lassen wir das einfach mal so, wie es ist. So, ich glaube, ich muss wieder darüber, ne? Na, hüpf doch, du doofe Kuh! Okay. Miezekätzchen. Wieder diese komischen Fletschekatzen. Ach, na gut, wir machen das einfach nochmal. Sie ist gerade irgendwie aus mir einem unerfindlichen Grunde nicht gehüpft. Warum auch immer, sie macht das manchmal. Sie hat halt eben solche Anwandlungen, nicht zu springen. Warum auch immer. So, ich bin wieder hier unten. Ja, super. Muss ich jetzt nochmal... Ich muss jetzt alles nochmal machen, oder? Ah, wie viele Schlüssel habe ich? Einen. Ja, super. Okay. Das ist natürlich jetzt blöd, weil ich die Checkpoints nämlich ja schon gemacht habe. Warte mal. Habe ich den jetzt hier schon? Was ist denn das für ein Schlüssel? Damokles. Nee, also da muss ich nicht nochmal rein. Ja, super. Jetzt mache ich das schon wieder, diesen Blödsinn. Okay. Contenance. Okay. Ich weiß, was das Problem ist. Ja, ich habe hier, wie gesagt, irgendwann mal in der letzten Folge gespeichert. Und jetzt müssen wir da irgendwie zusehen, falls wir da irgendwann mal runterfallen, dass wir das alles nochmal machen. Ich habe da halt irgendwie ein bisschen doof gespeichert. Sind wir mal ehrlich. Ich hätte mir noch so ein Speicher-Dings aufheben sollen. Naja, egal. Jetzt ist es so. Jetzt kann ich es nicht mehr ändern. Jetzt muss ich zusehen, wie ich klarkomme. Tor. Nee, bei Tor war ich schon. Den Torschlüssel habe ich ja schon. Jetzt muss ich wieder ganz nach oben. Ja. So. Einmal darüber. Ja, hier hüpft sie ja auch, aber eben ist sie aus mir unerfindlichen Gründen nicht gesprungen. Sie hat halt manchmal so Anwandlungen. Hoppla, falsche Taste. Geh weg, quietsche Vieh.
So, okay. Hier müssen wir dann jetzt nochmal rein. Und zwar zu Atlas. Ach ja, das war das mit der Kugel. Jo. Ach ja, hier wird der Affe gewesen. Wie kaputt. So, okay. Atlas ist Geschichte, beziehungsweise der Affe ist Geschichte. Atlas sowieso. Na komm. Komm, Kugel. Unangenehm. Ach, Mist. Scheiße. Ey, vorhin hat das so gut geklappt. Also beim letzten Mal besser gesagt. Da hat das so gut geklappt, aber da bin ich auch irgendwie, glaube ich, ein Stück zu weit gelaufen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder ein Stückchen weiter gelaufen, das kann natürlich auch sein. So, wir machen das Ganze nochmal. So. Wir haben ja langsam etwas Übung da drin. Oh Mann. Tut mir jetzt leid, dass ich gerade hier so ein bisschen faile. Aber dadurch, dass wir ja halt keinen weiteren Checkpoint haben. Ja, passiert halt auch mal sowas. Blöd. So, jetzt sehe ich wieder nichts. Ach, jetzt bin ich wieder hier, okay. Gut, wir sind fast ganz unten. Naja. Ach, was ist denn das für ein Quatsch? Das ist doch doof. Na gut. Alle guten Dinge sind ja bekanntlicherweise 12. Oder so ähnlich. Ich war schon so weit. Ich hatte den Schlüssel. Ich bin nur runtergefallen. Wie dumm. Oh, komm schon. Wir schaffen das. Ich glaube, das waren auch solche Stellen, die mich damals bei anderen Tomb Raider-Teilen immer so ein bisschen angenervt haben. Ich glaube, sowas war das. Solche Sprungpassagen. Ich meine, das hier ist wesentlich einfacher, was die Sprungpassagen angeht, als bei Croc noch, ne? Aber, ja. Hast du einmal dieses, oh, ich schaff's einfach nicht, ne? Dann failst du ständig, weil du dann irgendwie da drin bist, in dieser Abwärtsspirale, sag ich jetzt mal. Und das macht's halt eben echt nicht besser. Ach so, blöder Affe wieder. Bist du tot? Du kannst auch gerne rausgehen. Aber ist jetzt mal gut da. Sowas. Blödes Viech. Machen wir das einfach so. Na, bleib doch stehen. Okay. Ja, da ist das Ding wieder zu. Oh Gott, das wird knapp. Das wird knapp. Ja. Schnell zurück. Oh Gott. So, gucken wir mal. Oh Mann. Ich hasse diese Kugel. Gut, sie ist über mich drüber gekullert. So, hier war doch auch ein Medipack, genau. Okay, so rum geht es natürlich einfacher, als wenn man rückwärts springt. Wie bin ich auf die Idee gekommen, immer rückwärts zu springen? Ist auch völlig Banane, oder? Naja, wie auch immer. So, sammeln wir hier noch den Kikeriki ein. So. Dahin. So.
Sag mal, kann sie eigentlich auch hier schon dieses Rad schlagen? Wenn man die Taste gedrückt hält? Nein, das hat sie, glaube ich, auch später gemacht, ne? Das hat sie aus den späteren Teilen gemacht. Dann hat sie dieses Rad geschlagen, wenn sie da nach oben geklettert ist. Ja. So, gehen wir wieder hier runter. Hoffentlich nicht ohne... Oh, ja, super, ich habe wieder Schaden gekriegt. Okay, ich nehme mal direkt das Medikit. So, Affe dürfte ja keiner mehr kommen. Nö. Dass das halt manchmal nicht hinhaut mit den Tasten. Ich verstehe das manchmal nicht. Also, das ärgert mich dann natürlich auch immer. Ne? Also, ich habe ja Taste gedrückt, aber irgendwie wollte Madame ja nicht. Hä? Jetzt, okay. So, rüber da. Hui. Okay, holen wir noch fix den Schlüssel. Und dann sehen wir mal zu, dass wir unten diese doofe Tür aufmachen. Uah. Oh Gott. Jetzt wäre ich beinahe irgendwie komisch gesprungen. Keine Ahnung, warum. Uah. Schnell rüber. So, viele kleine Flatter-Männer. Lassen wir mal in Ruhe da hinten. Die können mich mal... So, kam hier nicht irgendwas angeschissen? Kam hier nicht irgendwer? Nein? Okay. Ach, Flattermann. Los. Sucht euch ein anderes Opfer, ihr Penner. So, einmal nach unten. Und dann hier hoch. Und dann da den Schalter aktivieren. So. Tür geöffnet. Beziehungsweise Gitter geöffnet. Es ist ja eine Gittertür. Gitter. So, da. Nimm mit. Okay, wir haben den Neptun-Schlüssel. Da passt auch die Musik im Hintergrund dazu. So, dann einmal wieder nach oben. Und, oh, fliegt da was oder sind das Luftblasen da oben? Sieht aus, als wenn da was fliegt. Ich weiß es nicht. Egal. So, geschafft. Okay. Na dann. Diesmal hat's geklappt. So, kann ich mich jetzt direkt hier runterfallen lassen? Geht das? Ist das ein Ding der Möglichkeit? Ich hoffe. Okay, so. Muss ich gucken. Wo geht's weiter? Theoretisch ginge es hier weiter, aber das ist blöd. Ich gehe mal hier auf den Vorsprung. Komme ich jetzt hier weiter? Jo. Oh Gott. Mach jetzt bloß keinen Mist. Konnte ich hier runter? Jo. Und ich glaube, jetzt sind wir ganz unten, ne? Jo. Oh. Oh. Fletschekatzen, geh weg. Oh, super. Schafft. Hey. So, gucken wir mal. Welchen Schlüssel brauchen wir? Rein damit. So. Einen weiteren Riegel geöffnet. So, Schlüssel des Atlas. Rein damit. So. Türe offen. Also fast. Beziehungsweise Riegel offen. Jetzt ist die Tür offen. Denn jetzt haben wir den letzten Riegel sozusagen entriegelt. Hohaha. Okay, das klang gerade interessant. Das klang gerade, als wenn da irgendwo eine Kugel angekullert kommt. Dem ist aber zum Glück nicht so. Na gut, dann gehen wir mal hier raus. Und haben 32 Gegner besiegt, 17 Gegenstände und nur eins von vier Geheimnissen in St. Francis Folly? Ach, was weiß ich. Ich dachte immer, der heißt Sir Francis, aber egal.
So, wir speichern einmal und laden in den nächsten Abschnitt rein. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Okay, eine Tür, die auf... Eine Höhle? Eine Höhle? Oder ist hier irgendwas... Wahrscheinlich ist hier was kaputt gegangen. Eingestürzt oder so. Weil warum sollte man hier... Oder sie sind nicht fertig geworden mit dem Buddeln. Kann natürlich auch sein, dass sie hier quasi weiterbauen wollten, aber mit ihrem Tempel nicht fertig geworden sind. Das könnte natürlich eine mögliche Option sein. So, gibt's hier Haie oder Krokos? Natürlich gibt's hier Krokos. So, bam, 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 bam. Stirb. Da kommt er wieder. Jetzt ist er tot. Kroko. Der Krokofant ist tot. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wo es hier weitergeht. Hier? Geht's hier weiter? Oh, schon wieder so eine Fletschekatze. Na, geh weg! Ja, schub mich halt ins Wasser, du Penner. Ist mir auch recht. Kann ich dir das nächste Mal nochmal eine schöne mitgeben hier. Falsche Richtung. So. Hier. Switchen mal gerade auf die Shotgun. Das waren jetzt wirklich nur ein oder zwei Schuss, die wir das letzte Mal eingesammelt haben, ne? Nein! Oh Gott. Der hätte beinahe zugebissen, aber er hat es zum Glück nicht geschafft. Also 5 Schuss haben wir jetzt in der Shotgun. Ich bin mal gespannt. Das sieht ja auch sehr interessant hier aus. Ich pack die mal wieder weg. Ich sollte eigentlich wieder zu den Pistolen switchen. Aber hier direkt... Direkt in der Höhle einen Tempel. Auch interessant. Wer baut denn sowas? Guck mal, hier geht's nach oben, wie es aussieht, ne? Lass mal hochklettern. Wenn wir schon mal da sind, warum denn nicht? Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier aufs Dach kommen von dem Tempel. Jo, gut aus. Sieht echt danach aus. Ach, guck mal, hier geht's nochmal ein Stück höher. Ist hier irgendwas zu finden? Oder ist das jetzt sogar schon der Weg, den wir eigentlich gehen sollten? Ich hoffe mal nicht, dass hier noch irgendwo was rumliegt. Irgendwas Brauchbares. Ah, guck mal, ein Medikit. Gut, dass ich bis hierher gelaufen bin. So, sammeln wir ein. Hey. Na, gehst du an der Säule vorbei, Frau? So. Okay. Na gut, dann müssen wir wahrscheinlich hier noch eins weiter nach oben. Weil hier ging es nämlich nochmal nach oben. Meine ich. Jo, genau. So, ich drehe mich mal gerade rum. Mal gucken. Ist hier hinten noch ein Item? Nein. Okay. Dann gehen wir nochmal hier vor. Und schauen mal hier ums Eck. Da drüben? Ah, ich weiß es nicht. Ist da noch irgendwas? Da hinten geht es auf jeden Fall weiter. Kann ich hier einfach gefahrenlos? Ja. Kann ich reinfallen? Ist da wer? Ich hab doch was gehört. Ah ja. Mr. Kroko. So, den räumen wir mal gerade weg. Ach, zweimal Krokos. Sozusagen Krokose. So, Nummer 1. Und Nummer 2. Jetzt hat sie es ausgekrokot. Ja, wie gesagt, 2 Krokose. So, wir nehmen mal das kleine Medipack noch mit. Ich weiß nicht, wie viel Leben ich gerade habe. Sehe ich das hier irgendwo? Hier nicht, ne? Hier? Nein. Wo kann ich denn das jetzt? Ach so, da oben. Ja, sieht noch gut aus. Brauchen wir gerade.
keins zu nehmen. Ist noch voll. Hier hinten ist nichts weiter. Okay. Komme ich da einfach so hoch? Nee. Ist doch viel zu weit. Okay. Blöd. Wie komme ich denn dann da drüber? Wahrscheinlich gar nicht. Ach, Manno. Ich komme da bestimmt nicht drüber. Ist viel zu weit weg. Ja, nee, über die. Ach, guck mal, hier oben. Diese Option haben wir bisher viel zu selten genutzt. Beziehungsweise gab es diese Einkerbung bisher, glaube ich, nur ein einziges Mal am Anfang im Tutorial. Also gab bestimmt noch ein paar mehr, die ich aber nicht gesehen habe. Wahrscheinlich. Komische Geräusche, die Frau. So, Shotgun. Ich lasse mir gerade gucken, wie viel Shotgun-Muni habe ich noch? 3. Jetzt würde mich das mal interessieren, wie viele das sind. 2 wahrscheinlich, oder? 2 Shotgun-Schuss. Ich gehe immer in die falsche Richtung mit dem Menü, ne? 5, ja. Das sind echt immer nur 2 Schuss. Das ist ja nun wirklich nicht viel. Naja gut, von mir aus. So, damit wir nicht in das Loch da unten reinfallen. Ganz genau so. Da wäre es nämlich echt runtergegangen. So, wunderbar. Das sieht doch gut aus. Okay, gucken wir mal, was sich hier oben verbirgt. Ich habe so fast das Gefühl, dass das der offizielle Weg ist, den wir gehen müssen, ne? Also wirklich. Jo, hier kommen wir in den Tempel rein. Shit, jetzt bin ich echt im Tempel drin. Ich wollte eigentlich gar nicht in den Tempel. Da oben ist es dunkel und schwarz. Lass mich nochmal kurz zurückgehen, falls ich noch zurückkomme. Würde ich ganz gerne nochmal schauen, ob es da noch irgendwas anderes gab. Vielleicht, ach nee, ich schätze mal, in den Tempel selber werden wir nicht von vorne hereingekommen sein. Da war bestimmt irgendwie eine Tür zu oder irgendwas in der Richtung. Ich würde aber trotz alledem gerne nochmal schauen. Ach, Menno. Na, sag mal, willst du mich eigentlich verarschen, Frau? So, geh da mal hoch, dreh dich mal rum und spring da mal hoch. So. Okay, ich gehe wie gesagt nur noch mal kurz gucken. Nicht, dass ich hier irgendwas vergessen habe. Komme ich hier noch mal raus? Ich glaube nicht, oder? Ich komme hier, glaube ich, nicht noch mal raus. Lass mich raus! Doch, okay, wir kommen noch mal raus. Wie gesagt, ich möchte nur noch mal kurz gucken, nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Das wäre nämlich echt extrem blöd, weil hier unten ist ja ein Eingang. Und ja, ich gehe lieber noch mal gucken. Guck mal, da ist nämlich eine Treppe. Hier sind nämlich 2 Treppen, ja. Und nicht, dass wir hier irgendwas vergessen haben. Huch, hier geht's gar nicht weiter. Okay, also entweder eingestürzt oder geht nicht weiter. Beziehungsweise haben sie nicht weiter gebaut. Geh weg! Blöde miese Katze! Hat der mich jetzt verjagt? Geh tot! So. Junge, hat der mich gerade verjagt. Mit dem habe ich ja nun gar nicht gerechnet. Huiuiuiui. Aber wo einer ist, ist auch immer ein anderer. Ah, okay, guck mal, das ist das Tor, was wir eben von der anderen Seite gesehen haben. Na gut, ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Tomb Raider und wenn ich da oben wieder nach oben geklettert bin, beziehungsweise ja, wenn wir in der nächsten Folge nach da oben klettern, in diesen wunderschönen Tempel, der echt mal riesig ist. Also das ist wirklich mal ein extrem großer Tempel hier mitten in der Höhle. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.